Jetzt müssen wir mal gucken, ob jetzt die Rüstung wenigstens jetzt mal wirklich besser geworden ist. So, wo ist es denn? Wo ist mein Helm? Den hier noch? Diebeshut? Wow! Guck dich das mal an, Leute. Ich kann rennen. Wird ja auch mal Zeit. Jetzt gucken wir in die Mission rein. Das haben wir noch nicht geschafft. Ja, wahrscheinlich müssen wir die ganzen Sachen hier finden. Triff den Schmied auf den Klippen. Rosen für Mera ist jetzt hier noch... Was? Das sind auch viele, mit denen ich reden kann. Wir pennen noch mal eine Runde und... Ich hoffe, das funktioniert. Wir sollen den Schmied ja bei den Klippen. So, schlafen wir eine Runde und dann müssen wir irgendwie zu den Klippen. Kommen wir jetzt am schnellsten zum Hafen? Eigentlich doch hier lang, oder? Ne, warte mal. Über die Waffendings hier runter. Hätte ich gesagt. Endlich mal mit Rüstung rennen. Das ist ja mal genial. Sieht man jetzt einen Unterschied? Nein, nicht wirklich, oder? Schön, dass die Brisanz-Dinge hier noch stehen. Das finde ich gut. Wir laufen auch so jetzt deutlich schneller, ne? Merkt ihr das? Jetzt ist endlich mal was bei rumgekommen. Wir können sogar sprinten. Gefühlt länger als sonst. Ja, und die Rose dort, da komme ich noch nicht hin. Das nervt mich ein bisschen. Wahrscheinlich müsste ich da irgendwas für die Louis noch tun. Ah ne, da muss man lang. Hier lang war es, genau. Und dann irgendwo hier hinter. So. Oh, das ist eklig warm, ey. Ich klebe schon wieder an meinem Tisch fest. So, wir müssen wahrscheinlich hier unten lang. Genau. So, regenerieren wir kurz unsere Ausdauer. Was ist denn das? Das sind Pilze, die ich wahrscheinlich so essen kann. So, und hier geht's zum Hafen oder zum Strand. Der Strand. Und wo wäre Rollo hier? Weil dunkel ist es ja jetzt schon. Oder? Strand zu treffen. Wir sind am Strand. Das sind doch die Klippen. Eigentlich müsste er doch jetzt hier irgendwo sein, ne? Sollte man meinen. Die Klippen sind doch hier. Smeed, Smeed, wo bist du? Ich bräuchte noch so einen blöden Zapfen, dann kann ich das Vieh dort hinten töten. Hier in diesem Teil da. Das ist ja... Oh, Goldklumpen. Die ich jetzt gar nicht mehr brauche. Aber vielleicht will der Schmied ja noch einen haben für seine Arbeit. Aber springen geht immer noch nicht. Leute, es ist ganz schön finster, ich sehe das gerade.
laufen wir denn gerade lang? So, wir kommen an der Seite raus wieder. Wo wäre denn jetzt der Herr Schmied? Weil die Klippen sind ja hier. Hier würde ich sterben. Blöde Idee. Er hat doch gesagt, bei der soll nachts hier treffen. Herr Schmied. Wo bist du denn? Ey. Ja, ich kann ja gar nicht springen. Wir ziehen uns noch was anderes an. Sind wir schon mal schneller? Herr Schmied. Was ist der Typ? Ich habe gesagt, hier an den Klippen. Oder meint ihr die Klippen am Strand unten? Oh, was ist denn hier los? Gehen wir nochmal hier hoch. Und man da noch vielleicht doch hier steht. Hier ist er nicht. Jetzt gibt es natürlich noch die Klippen hier weiter oben, in denen wir vorhin runtergefallen sind. Wir klettern nochmal hier hoch. Jetzt gucken, ob hier oben vielleicht jetzt wartet. Aber ich sehe... Ah, doch. Ha! Sehr gut. Leise, du wirst verfolgt. Lauf zum Ufer. Versuch sie abzuhängen. Treff mich in einer halben Stunde wieder hier. Was? Ist jetzt echt die Information, die Mission schüttelt deine Verfolger ab? Eile zum Strand. Auf dem Weg hier sterbe ich wahrscheinlich. Problem ist, so richtig eilen kann ich nicht. Ich habe keine Ausdauer. Okay. Ich guck kurz mal was. Jetzt wo ich weiß, dass es Tanzapfen gibt, um das Vieh hier zu zerstören. Offen. Jetzt muss ich erstmal wieder da hochfinden. Oh. Gut, das heißt jetzt erstmal wieder hochrennen. In der Hoffnung, dass da irgendwas auf uns wartet. Lass mal hier ein bisschen. Zumindest das funktioniert, dass man hier hochspringt. Das ist schon mal sehr nett, weil sonst würde das Ganze hier noch länger dauern, als es jetzt schon dauert. Bin ich irgendwie auf dem richtigen Weg? Nee, eigentlich nicht, ne? Mehr nach rechts. So. Kurz warten und weiter rennen.
Ah, hier hoch. So, Rollo, jetzt gib mir mal eine Info hier. Wenn ich jetzt wieder wegrennen muss, dann raste ich aus. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr, Maus. Wer war das? Warum sind sie mir gefolgt? Hier. Der Schmied reicht dir ein Stück Papier, ein merkwürdiges Symbol. Es sind Tinte darauf gekritzelt. Erkennst du das? Nein, ich habe es noch nie gesehen. Es ist das Zeichen des Meisters und seiner Schmuggler, so kennzeichnet er das Seine. Es ist in die Rückseite der Obolusse seiner Lakaien geritzt. Finde die 5 Obolusse mit diesem Symbol und du hast deine 5 Schmuggler. Sie werden sie dir natürlich nicht einfach geben. Du musst erst hart arbeiten, ihr Vertrauen gewinnen. Warum weißt du so viel über die Schmuggler? Anstatt ständig zu plappern, höre ich lieber zu. Das würde dir auch nicht schaden. Und warum erzählst du mir das? Ich mag nicht, was sie treiben, diese Schmuggler. Vermaledeite Kanalratten, sie sind eine Schande. Kanalratten? Ich habe sie spät nachts aus der Kanalisation kommen und wieder drin verschwinden sehen. Schätze mal, dass sie dort arbeiten. Wenn du ihr Zeichen dort unten findest, bist du auf der richtigen Spur. Hör zu, Maus. Er schlitzt dir die Kehle auf, ehe er dich auch nur ansieht, der Meister. Also Vorsicht, wie du diese Fragen stellst und wem. Wir werden hierüber jetzt den Mantel des Schweigens legen. Da unten, was ist das für ein Schiff? Das ist das Wrack der Seehexe. Sie war ein schönes Schiff. Sagen sie, die Geißel der roten Pfote. War das nicht das Schiff von Kapitän Pulverfass? Du kennst seinen Namen, seine Abenteuer? Ja, vom alten Froschpirat unten im Verlies. Kerold, der verrückte alte Narr. Schenk seinen Worten nicht zu viel Glauben. Willst du mir zur Hand gehen? Nein, nicht heute Nacht. Jetzt habe ich frei, Maus. Wenn du morgen früh noch Hilfe brauchst, komm in die Schmiede. Und bring deinen Geldbeutel mit. Ich kam an den Überresten einer Ratte vorbei, gleich dort drüben. Diese Wälder sind übersät mit den Toten aus unzähligen Jahrhunderten. Die Gegend wird Knochenstrand genannt. Aber warum gibt es so viele Tote? Woher kommen sie? Manche fielen in Schlachten, manche richtete die See. Die Strömung spült sie aus ganz Velia hier an. Wie bist du hier runtergekommen? Ich kam auf dem Weg nach unten nicht an dir vorbei. Ach, dieser Ort steckt voller Geheimnisse. Überall gibt es versteckte Pfade. Zeigst du mir welche? Ha, wo denkst du hin? Schläfst du eigentlich niemals? Nein, nicht wirklich. Na gut. Nimm dich vor dem See in Acht, Maus. Die Oberfläche kann ganz ruhig sein. Aber was darunter ist, macht dir den Chaos. Gucken wir gerade zu Rollo hinauf. Total verliebt. Auch das ist ja niedlich. Rollo, der alte Pirat. Rollo, beachte mich. Was? Maus. Hey. Das ist ja niedlich. Das ist wirklich niedlich. So, wir gehen mal runter. Ich will nochmal an den Strand. Ich will was schauen. Hier geht es aber nicht lang dahin. Abwarten. Und weiterhin. Vielleicht liegt ja noch was zwecks Diebes. Nee, nicht Dieb. Zwecks Piratenkostüm. Denn letztendlich. Ich bin der Meinung, wir brauchen das, um Kerold die Karte zu entlocken. Denn wenn wir als Kapitän ankommen, könnte er uns wohl für diesen halten und verwechseln. Denn der Gute ist ja auch ein bisschen dämlich. Kerold hat ja einen leichten Knall. Ist das eine Muschel? Kann man die essen? Merkwürdig. Na wieso? Ich muss es hier noch ein bisschen absuchen. Vielleicht finde ich ja noch jemanden.
dem ich was abnehmen kann. Ein bisschen am Strand hier entlang warten. Mir liegt zum Beispiel noch jemand. Leider hat er nichts für mich. Das ist ein bisschen ärgerlich, denn ich bräuchte was. Und das da ist die Seehexe. Komme ich vielleicht jetzt irgendwie auf dieses Schiff? Warum kann ich Muscheln mitnehmen, die ich nicht brauche? Die rein, ja, die jetzt eigentlich dem Spiel nichts zutragen, aktuell laut Aussage des Spiels, ne? Mann, dieses Ausdauerproblem nervt mich. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Dann schauen wir mal, ob da sich noch mehr befindet. Was sind das da? Achso, das ist ein Klumpen. Hier zum Beispiel. Nee. Nee. Nein. Nein. Nein, auch nicht. Schon ein bisschen Mist. Ich würde gern speichern. Um zu gucken, ob ich zur Seehexe komme. Wenn ich das nicht alles nochmal machen muss dann, ne? Im Zweifel. Ich weiß nicht, ob Tilo schwimmen kann oder ob ich dann einfach sterbe. Aber ich würde gerne zu dem Schiff. Wieso liegt hier Brisanz? Irgendein Hintergrund muss das doch haben. Muss doch irgendeinen konkreten Hintergrund haben. Aber wir kommen gar nicht so weit. Okay, na gut. Wissen wir das jetzt auch. Aber wozu habe ich das Brisanz hier? Als gäbe es hier etwas, das man sprengen müsste. Eindeutig ein Pirat, ne? Ist hier vielleicht irgendwo ein Grab? Na komm, 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 versuch's. Wir versuchen mal hier hochzukommen. Okay, man kommt hier nicht hoch. Ich kann hier durchglitschen und das war's. So richtig verstehe ich's noch nicht. Als gäbe es hier irgendetwas, was ich noch nicht. Nee, hier geht's nicht lang, hier sterbe ich. Irgendetwas, was ich noch nicht gesehen, noch nicht verstanden habe. Ja, das bringt hier relativ wenig. Warum liegt hier Brisanz? Was ist hier im Umkreis? Was könnte da sein? Wir gehen jetzt mal ein Stück. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das ist sehr merkwürdig. Boah. Knappe Kiste, Freunde, sonst wäre ich damit explodiert. Hier zum Beispiel. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwo ein Grab? Irgendwas, das man sprengen kann? Hier, das kann man nicht sprengen.
Bringt jetzt auch nicht wirklich was, ne? Sind hier unten. Hier ist ein Plateau. Da ist irgendwas. Hier ist aber auch nichts. Nee, hoch kommt man hier auch nicht. So, Freunde, jetzt gebt mir mal einen Hinweis, ne? Nee, hier glitsche ich bloß wieder lang. Das ist sinnlos. Aber das muss doch einen Grund haben, dass das dort liegt, oder? Wie seht ihr das? Also, ich bin der Meinung, das muss einen Grund haben. Hier würde doch nicht umsonst diese Riesenmenge an Brisanz rumliegen, wenn man sie nicht nutzen sollte oder könnte. Und das da hinten. Wenn hier ist bloß diese Lampe. Das ist ein kaputtes Boot. Vielleicht erwarte ich auch gerade zu viel. Das kann natürlich sein. Das will ich nicht ausschließen, dass dem so ist. Aber warum sollte hier Brisanz liegen, wenn es keinerlei Verwendungszweck hat? Das erschließt sich mir nicht. Ich meine, guck mal, wir haben hier Brisanz. Wir gehen jetzt einfach, nehmen das mal hier. Wir gehen jetzt mal hier runter. Mal sehen, wer wir damit kommen. Muss ja irgendwas im Radius sein, ne? Was man erreichen kann. Und das ist der Sprengradius von dem Zeug. Nichts. Sinnlos. Nur Stockverschwendung. Ich verstehe es nicht. Das wird doch da nicht so zum Scheiß rumliegen. In dem Spiel gibt es keine Zufälle. Das hatten wir ja schon mal. Das hat alles irgendeinen Grund, dass das da so liegt, wie es liegt. Na gut. Aktuell komme ich nicht weiter. Brauche ich gar nicht hochgehen. Hier ist auch nichts. Da stirbt man wieder bloß. Ich brauche den Schatullenschlüssel. Vor allem schön, dass da eine Schatulle rumsteht. Eine versteckte. Kackwurm. Noch was gegen den? Nee. Hier ist so eine Urne. Hier ist eine Urne versteckt. Ich brauche einen Zapfen. Ich muss das Vieh sprengen. Kannst mich mal. Kackwurm. Liegt hier ein Zapfen rum? Nein, wir sind hier im Wald. Hier muss auch ein Zapfen rumliegen, oder? Ich würde das Vieh ja gerne mit Brisanz sprengen, aber das funktioniert ja auch nicht. Das kriege ich ja nicht so weit getragen, weil das ja so hochexplosiv ist, das Scheißzeug. Weiß mich nicht, wie die das überhaupt hergebracht haben. Es kann ja nicht jedes Stück Brisanz, das hier liegt, einfach mal echt grottenalt und scheiße sein. Beschissen, Entschuldigung, beschissen. Also ich brauche einen Zapfen. Ich will das Vieh kaputt machen. Ich will wissen, was das für eine Urne da ist. Wir haben ja noch viele Fragen, die offen sind, ne? Moin. Kannst mich mal. Na gut, dann machen wir jetzt ja erstmal mit diesem schönen Loch im Hintergrund. Machen wir erstmal Pause.
Ich recherchiere noch ein bisschen was und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme hoffentlich wieder. Ich sage vielen Dank, bis dann und ciao.